Ich glaube, es geht erstens darum, die Menschenrechte im digitalen Zeitalter zu verteidigen. Dazu gehört das Recht auf Privatsphäre, das Recht auf freie Meinungsäußerung. Es geht aber auch darum, die IT-Sicherheit wirklich herzustellen. Und dazu zähle ich eben auch, dass man nicht Staatstrojaner in Umlauf bringen sollte oder bewusst die IT-Sicherheit schwächen sollte. Und drittens ist, glaube ich, ganz wichtig, das digitale Verständnis in der Politik zu wecken, indem man mehr Experten, unabhängige Wissenschaftler zum Beispiel, in Dialog bringt mit der Politik, aber auch Nutzer in Dialog bringt, damit die Entscheidungsträger auch verstehen, was sie da tun. Also das Problem ist ja, die wenigsten Entscheidungsträger sind Digital Natives. Das heißt, die Gesetze, die sie machen, wirken sich total anders auf sie aus und auf meine Generation oder jüngere Generationen. Und das Wichtigste wäre natürlich, wenn auch die jüngeren Generationen besser repräsentiert wären. Aber solange das nicht geht, muss man eben versuchen, ihnen zu erklären, was bedeutet das für die heutige Lebenswelt, wenn man ständig online ist, aufs Internet angewiesen ist, wenn man online eben deswegen auch eine Privatsphäre und ein Recht auf freie Meinungsäußerung braucht, wo andere sagen würden, ja wieso, ich kann doch in der Kneipe sagen, was ich will, so nach dem Motto. Und wie gesagt, ich glaube, man muss Experten reinbringen, man muss auch die Bürger stärker beteiligen, die Betroffenen, indem man zum Beispiel regelmäßige Bürgerkonferenzen auch macht oder indem man ihnen digitale Beteiligungswerkzeuge an die Hand gibt. Ich glaube, Europa braucht eine Stimme der Privatsphäre und des freien Internets. Ja, Jan-Philipp Albrecht, der Datenschützer, hört auf. Julia Rieder hört leider auf. Und ich glaube, die ganz vielen Internetnutzerinnen und Nutzer brauchen jemanden, der für ihre Rechte aufsteht. Und das möchte ich gern machen.